Das Geheimnis der besten Weißwurst erkunden wir beim Metzger Franz Schlammern in Ottobrunn. Der hat nämlich dafür eine Goldmedaille gekriegt. Ins Brät aus Kalbfleisch und Schweinespeck gehören Zwiebeln. Sind die fein gekuttert, kommt Petersilie dazu. Die restliche Gewürzmischung bleibt jedes Metzgers Geheimnis. Zitronenschale, Muskatblüte, Kardamom sind da beispielsweise drin. Die Wurstmasse wird dann in Schweinedärme gefüllt, in heißem Wasser gebrüht, aber ja nicht gekocht. Doch die Münchner Weißwurst hatte auch noch ein halbes Dutzend Verwandte. Da haben wir unsere original Münchner Weißwürste täglich frisch bei uns. Diese Wurst wurde 1857 von dem tugendhaften Metzgergesellen Sepp Moser am Münchner Marienplatz erfunden. Hier haben wir unsere Stockwürste, die sind auch zum Heißmachen, gibt es nur noch sehr selten in den Münchner Metzgereien. Die weiße im Ring, eine milde Variante, die man heiß macht im Wasser. Unsere geschwollenen zum Abbräunen auf der Pfanne und die leichtere Variante, unsere Kalbsbratwürstel. Bei den Kindern sehr beliebt unsere Gelbwurst und zum Braten in der Pfanne die Milzwurst und den Kalbskäse. Den kann man auch kalt essen. Und jetzt schauen wir mal, wie der Einheimische die Weißwurst isst. Aha. Er säbelt Scheibe um Scheibe herunter.